Das heißt, du bist kampfunfähig. Wenn du willst, könntest du natürlich aber auch deine Artefakte oder sowas aktivieren. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht, also dein Heilbalsam fängt natürlich auch an, und wenn er um deine Kette, um deinen Hals liegt. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas hast. Ich könnte. Zaubern kann ich wahrscheinlich nicht, weil ich das kann ich nicht ermorden, wenn ich dran bin, oder? Nee, genau. Also so komplexe Sachen wie Zaubern oder wie am Boden liegen, kämpfen, das funktioniert nicht. Ich werde meinen Balsamring auslösen. Also, da löse ich automatisch aus einer bestimmten Trefferzahl, sowieso, insofern. Aber der ist ein Balsam, der wirkt nach 5 Minuten, insofern bringt mir keine Punkte. Nein, ein Artefakt Balsam wirkt sofort. Der fängt sofort an zu wirken, aber die Lebenspunkte bekommst du dann nach 5 Minuten wieder. Okay, also bin ich jetzt handlungsfähig oder nicht? Das ist meine Nee, Grundsatzfrage du von. bist nicht handlungsfähig, aber du bekommst deine Lebenspunkte wieder. Ja, gut, das Rafim, ist so. noch kurze Beschreibung. Ich hatte Hippolyta vergessen. Es kommt ein weiterer Flammstrahl aus diesem Gebüsch. Den würfel ich auch gerade mal aus. Denn Hippolyta ist ja auch magisch. Hippolyta weicht dem aus. Das sind auch nochmal 4W6. Und Hippolyta versucht natürlich auszuweichen. Und mit einer 1 ist ihr das auch meisterhaft gelungen. Ja. Dein Mädchen. Möchte Hassan vielleicht noch meinen Nachtwind abstechen? Hassan, deinen, der macht auch eine Aktion Position auf den zu, den du da ausgewählt hast. Und wird dann tatsächlich auch, ja, er macht nur einen Angriff. Mit der 10 schafft er das aber für 1W6 plus 5, 9. Ich dachte, Hassan ist ein Profi, der wäre da mit drei freien Aktionen hingekommen und hätte ihn dreimal schlagen können. Ja, dann ist er auch, dann macht er noch eine Wir wollen Aktion, es mal nicht umwandeln. übertreiben. 19, den zweiten trifft er nicht. So, dann macht er natürlich auch Schaden und schlägt mit seinem Säbel zu, und nächstes Mal bekommt er dann auch einen wuchtigen Hieb. Dann. Dass man einen Wuchtschlag auf Wisch bestellst. Rafim. Wie weit sind die Bäuste? 23 Meter, okay, so weit kann ich nicht sprinten, dann bin ich zu fett für. Kannst du weit stumm greifen, oder? Ach nee. Warte. Nee, du bist nicht akzeleriert, alles gut, ich bin doof. Naja. Ja, dem Fakt geschuldet, dass ich hier ziemlich sinnlos rumstehe, töte ich Neran Sambir, der vor mir sich wohl auf den Boden windet. Der liegt genau. Um die anderen zu provozieren. Der ist kampfunfähig mit dem Höllenpein, oder? Ja. Dann wäre es eine minus 8. Er darf auf seinen Viertelwert ausweichen, wenn er möchte. Dann versuch. Ist schwer beim Höllenpein? Ja, aber darf er überhaupt noch was machen? Ja, er darf ausweichen auf seinen, auf den Viertel seines Wertes. Mit 14 ist das nicht geschafft, dann ist ein Angriff minus 8. Okay, dann kriegt er da einen schönen 14er Wuchtschlag. Ich würfel einfach, dann gucken wir mal. Ey, das reicht sogar. Ja. Gib ihm einmal Schaden. Aber egal sein. Falls er das überlebt, damit fällt der Höllenbrand von ihm ab. 32 in den Bauch. Ja, okay. 32 in den Bauch, das sind dann auch nochmal 3 Wunden. Gebt ja auch nochmal 3W6 hinterher. Nochmal 11 Schaden auf hinterher. 11 Schaden zusätzlich. Ja, das dürfte ihn üben, den Jordan schicken. Das reicht, ja. Irgendwann kommt der 150 Punkte Nachtwind ums Eck und dann stehst du doof da. Ja, wo seid ihr, Bastarde? Versteckt euch nicht, kommt her. So, Rafim 22, Diamant ist 24. Ich habe mein Ziel gesehen, und zwar hat es sich mit einer Flammenlanze angekündigt. Ja, habe ich mir fast gedacht. Ich visiere den einen Nachtwind an. Ich sehe beide, aber der scheint mir der gefährlichere, denn von dem kann der Ignifaxium, richtig? Ja. Und ziele auf sein Auge. Ich habe das schon berechnet, 50 Schritt ist mittlere Distanz. Ich bekomme eine Plus, ich würfe auf die Plus 14. Möchtest du dem eine Deckung geben? Der hat eine Deckung, ja. Der sitzt noch im Gebüsch. Ich würde da eine Plus 4 ansetzen. Plus 4, das wäre eine Dreivierteldeckung. Ja. Okay. Dann würfel ich mal. Das ist mit der 4, mit einem Schuss auf Auge, trotzdem gelungen. Und da die mich noch nicht gesehen haben, können die darauf auch nicht reagieren. Ja. Dann macht er einen Schaden. Dann wird er wahrscheinlich jetzt auch sterben oder zumindest aus dem Kampf raus sein. Ja, das sind
20 in den Kopf, also ins Auge, mit zwei verringerter Wundschwelle. Eine Autowunde, also drei Wunden in den Kopf. Nochmal 2W6. Er liegt jetzt einäugig und liegt auf Boden. Ja, ist aus dem Kampf raus. Gut. Das wäre meine Aktion. Ich setze danach meine. Das dauert mich zwei Aktionen nicht durch. Du kannst sehen, Diamantis, wie neben dir auf dem Stein ein alter Mann liegt. Du siehst, wie seine Haut über seinen hageren Schädel gespannt ist und seine Augen ein bisschen unnatürlich groß wirken. Seine schlohweißen Haare sind auch schon sehr am Ausfallen, so dass sie sehr, sehr dünn darunter hängen. Fast wie so eine Leiche sieht er aus, während er daneben dir an dem Stein gelehnt ist. Achtung, sie kommen gleich. Nächste Kampfrunde. Mulziber zieht vor und macht einen Schattensprung. Ekliptifactus. Hat das Ding nicht Zauberdauer zum Arsch raus? Das musst du Abel mir fragen, der weiß das. 6 Aktionen. Sekunde. Sind auf jeden Fall 44 Schritt. 6 Aktionen. Die Zahl, der Zauber ist sowieso schon um 10 erschwert. Sicher, dass er das möchte. Er möchte das, ja. Dann versuch's. Ja, ich habe schon gerade gewürfelt. Er hat den noch auf 17, er kann die Zauberzeit verkürzen, dann ist er in 3 Kampfrunden bei irgendwem. Ja, aber das schafft er nicht. Wenn ein Zauber auf 17 hat und eine 20 gewürfelt hat, müsste er eine 18er Klugheit haben, damit das noch aufgeht. Warte, lass mich mal kurz gucken. Er hat eine Klugheit 18. Okay, dann schafft das gerade so mit 0 Punkten. Das wäre eine plus 10 eigentlich schon für ihre Schwäche. Ja, plus 10 plus 5 ist halbieren, dann schafft das gerade so mit 0 Punkten. Ja, genau. Yeah. Reicht. Dann so. 3 Aktionen für ihn. Ja, genau, 3 Aktionen. So, das war er. Dann habe ich die anderen beiden. Einen Flammenstrahl habe ich schon geschossen. Die sehen jetzt auch gerade, dass ihre Brüder da abgeschlachtet werden. Das heißt, es gibt... Ich mache 2 Ignisphero-Bomben. Und zwar einmal auf diesen Pulk und einmal auf diesen Pulk. Also die ballern sich selbst tot quasi, weil hier ja in der Mitte noch einer von ihnen steht. Die können da halt nichts machen. Ja, so ist das halt. Ist halt ein Magier, der stirbt. Zauberzeit sind, glaube ich, auch 3 Aktionen, ne? 7. 7? Dann müssen sie wieder verkürzen. Dann verkürze ich einmal. Das klingt mir so, als würden die gerne einen Sturmangriff fressen. Das können wir uns gleich mal angucken. Das klingt mir so, als sollte einer von uns ganz, ganz schnell ein Guardianum aufbauen. Ja, das wäre das ist cool. Halt gelungen. Gut. Dann kommt in drei Kampfrunden entsteht der Ignisphero und in der vierten ist er dann irgendwo ein Ball euch. In 3 Aktionen. So, dann, ich muss gerade mal gucken, der Nachtwind, der liegt am Boden, den handle ich gleich ab. Der wird parieren. Der wird parieren und zwar... Nee, Boltax steht vor dem. Ich möchte ganz gerne Boltax angreifen. Ja, alles klar. Dann greife ich Boltax an. Zulamin und Hassan sind eh keine Ziele. 2 getroffen. Das ist in Ordnung. Ich würde das gerne... Mit was greift er denn an? Mit dem Säbel, oder? Ja, Säbel. Ja, den kann ich also mit dem Dolch parieren, ohne Probleme. Korrekt. Der hat entsprechend dann vermutlich durch das Akzelerieren noch eine Erleichterung. Zweierfinte, okay, alles klar. Dann mal gucken, ob das klappt oder nicht. Er würde sagenhafte 5 Schaden machen. Ja, dann fresse ich die 5 Schaden. Sehr gut. Denk an deine verringerte Rüstung. Ja, ich weiß. Und dann hat er einmal... Gibst du mir noch... 18 Torso. Ja, okay. Alles klar. Dann sind es sagenhafte 2, die durchkommen. Und dann pariert er noch einmal. Ich glaube, irgendwie erschwert gegen... Ja, erschwert... Ja, zulassen, wenn man ihn dreht sich halt dann eh gleich um. Dann pariert er gegen Hassan. Boltax macht eh keinen Schaden. So, dann fangen wir wieder an. Auf der 16. Serpentilio. Wir fliegen irgendwie Faxien rein. Ich glaube, es ist nicht unvernünftig. Ignisphero-Bomben, ja. Von denen weiß ich ja noch nichts. Aber hier fliegen irgendwie Faxien rein. Ich glaube, es ist nicht unvernünftig, dagegen auch einen Guardiano machen zu wollen. Das ist nicht unvernünftig. Vor allem, weil ich jetzt eigentlich auch im ersten verarzen will, dass er eh länger dauert. Also machen wir ganz unverhohlen einen unverkürzten
Gardianum, wenn ich ihn endlich finde, ABCDFG. Ich muss 3 ASP reingeben, ich lege noch 2 extra für 5 rein. Ja. Gegen Zauber oder einfach so? Ganz normal. Gut. Dann Boltax, 17. Ja. Der gelingt. Ich habe ja schon einmal pariert. Ich würde ihn ganz normal einmal angreifen. Wie gesagt, wieder über versteckte Klinge. Schmutzige und eine Gerade. Diesmal lege ich eine Zweiergerade rein, also einen Wuchtschlag 2, der da noch mit drauf käme. Schauen wir mal, ob der trifft. Wir sind wieder in Überzahl. Ich weiß nicht, ob es ansonsten noch Erschwernisse oder Erleichterungen gibt. Du hast 2 Leute in Überzahl. Ja. Okay. Der pariert dich nicht, sondern Hassan. Also ein Angriff von der Seite, minus 3, Entschuldigung. Jo, alles gut. Und dann gucken wir mal. Ja, super. Das sind wieder 10 Schaden. Wieder 7. Wieder ein Torso. Wieder ein Torso, gut. Dann hast du einmal pariert, einmal angegriffen, dann ist Rafim dran. Ja, ich gehe da hin und hau dem in den Rücken. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wie soll ich denn jetzt mit den anderen hinkommen? Ja, irgendwann musst du sowieso hinkommen. Die sind akzeleriert hier hingerannt, bis ich da ankomme. Ich hab da Nimmerleins. Ja, er hat keine Aktion mehr. Ich finde das nicht so schlecht, dann kann er keinen Passierschlag machen. In den Rücken minus 5. Die kiten ihn jetzt hier einfach weg. Ich hatte hier gerade ganz schlimme Szenen. Ich gebe dem 11er Wuchtschlag in den Rücken. Dürfte eine 6er Schwernis sein, weil ich ihm ja in den Rücken hau. Du könntest, ich schaffe es nicht. Du könntest dich gleich auf Abel mir draufwerfen, damit du dann seine Igni-Sphero-Bombe frisst. Ich schaffe es nicht. Du schaffst es nicht, ja. Sehr gut. Dann, ich habe keinen Passierschlag, weil es ein normaler Angriff ist. Diamantis. Ich begebe mich in Deckung hinter dem Stein, lege meine Schultergurt wieder nach hinten, also begebe meine Abalone wieder auf den Rücken und krame an meinem Sie Rücken. Kommen, Jungchen! Wer kommt? Von wo? Und während ich an meinem Gürtel krame und eine Fiole herausziehe und diese schlucken möchte, diese Kampfrunde. Und zwar trinke ich eins der Gewandheitselixiere, welches der gute Serpentilio für mich gebraut hat. Und steigere damit meine Gewandtheit für die nächste halbe Stunde um 7 Punkte. Okay. Fällt dir früh ein? Ja, für den also Schuss habe ich ja nicht gebraucht. Abgeleitete Werte würden dann auch steigen, sowas wie Ausweichen. So ist das. Ausweichen sowie mein Parade- und Attacke-Basiswert. Gut, dann hast du noch eine Aktion. Und mein Initiativewert ebenfalls. Und zwar steigert er noch um 2 weitere Punkte, aber ich glaube, das ist nicht relevant. Das würde mich meine ganze Kampfrunde kosten. Okay, Zuermin ist noch dran. Hat Hassan schon was gemacht? Hassan hatte eben, wollte ihn totschlagen, aber dadurch, dass Rafim, ja doch, er schlägt ihn jetzt tot. Okay, gut. Zustand. Der hat sowieso nicht mehr so viele Lebenspunkte, dann das reicht auch in einer Aktion. Dann macht er noch eine Aktion Position in diese Richtung. Gut, dann mache ich einen Sturmangriff auf die da oben. Ich nehme mal an, den hier, weil wer jetzt hier was genau zaubert, das kriege ich von da unten vermutlich nicht mit. Jo, ist ja, spielt ja auch erstmal keine Rolle. Ja, genau. Der Sturmangriff würde klappen. Okay, dann mache ich, ich höre mit dem Ignisfero auf und würfel eine Ausweichenprobe, breche den Zauber ab. 12. Das ist ein normaler Nachtwind, das wird er. Gibt's da Erschwernisse? Ja, doppelte NK, also 4. Ja, dann schafft das nicht. Und es ist eine Autofinte mit drin. Dann schafft das nicht. Okay. Gut, er hat den Ignisfero abgebrochen und das trotzdem nicht ausgewichen. Gut, dann kriegt er den Schaden. Warte, ist da es nicht halbe Geschwindigkeit? Ja, von der Geschwindigkeit reden wir ja gerade noch nicht. Die Hälfte davon ist 9, das heißt, das wären dann 20 Schaden. Plus 2, wegen 2 TP mehr, das sind dann 22 Schaden. 22, dann würfelt er eine Selbstbeherrschungsprobe. Hier ist dieser Stelle an. Merken, wir haben vorhin versehentlich mit der ganzen Geschwindigkeit gerechnet, weil ich doof bin. Ups.
Nicht fertig gemacht. Nee, wir haben schon mit der halben gerechnet. Beim ersten Sturmangriff haben wir, glaube ich, mit der ganzen gerechnet. Ja, weil die aufeinander zugerannt sind. Das war das waren die relativ Geschwindigkeiten zueinander. Wir haben die dann trotzdem nochmal verdoppelt. Ist egal, passt. Gut, dann machst du Schaden an ihm. Ausgewichen ist er nicht und er fällt zu Boden auf dem Stein. Verschiedenes liegend. Nächste Kampfrunde. Die Nachtwinde ziehen vor, Mulziber verschwindet und taucht wieder auf. Aus den Schatten springt aus dem Stein heraus und steht neben Diamantis. Das war der, der den Ignifaxius auf mich gezaubert hatte, oder? Das war der den Ignifaxius gezaubert hatte, war dieser hier. Ah, okay. Der ist schon tot. So, wie viele Schicksalspunkte muss ich jetzt ausgeben, um die Kröte in Richtung Diamantis zu werfen, den Zauber fallen zu lassen und Go zu rufen? Ich wollte genau dieselbe Frage stellen. Denn ich habe das Gefühl, der Mann ist noch nicht in Unterzahl genug. Ich werfe meinen Schicksalspunkt genau dafür auch in den Spur. Nein, sorry, das wäre richtig. Doch, finde ich super. Hat was vom Pokémon-Kampf, oder die Kröte zu werfen. Ich habe sogar noch den Palmwedel. Genau, aber Serpentidio hat gerade Wichtigeres zu tun. So, das war der Nachtwind dort. Der andere Nachtwind liegt. Dann gibt's ein... Ach so, genau, dann Aktion Kampf. Aktion. Also wenn Zulamin nicht vorzieht, dann müsstest du erstmal eine Magiekundeprobe schaffen. Also mein einer Gegner liegt jetzt am Boden und wirkt nicht mehr sehr gefährlich, oder? Der liegt nicht so, ja genau. Er liegt am Boden. Und der andere zaubert, um zu wissen, was er zaubert, müsste ich eine Magiekunde machen. Genau. Aber eigentlich interessiert mich gar nicht, was er zaubert, weil es kann nicht gut sein. Ja, habe ich mir gedacht. Das sind 44 minus. Ja, minus 8. Dann kannst du beide Aktionen vorher durchkriegen. Alle drei sogar? Auf alle Fälle zwei. Nee, die dritte passiert ja vier nach der ersten. Was möchtest du tun? Was meint ihr? Sturmangriff oder Wuchtschlag? Wuchtschlag. Ich bin zu nah dran für einen Sturmangriff. Du brauchst 4 Meter. Ich habe 5 freie Aktionen, aber gehe an ihn ran und mache einen Wuchtschlag 10. Wuchtschlag 10? Ich gehe 2 Meter zurück, um ihn dann Sturm anzugreifen, schon immer behindert fand ich. Das ist so behindert. Der einzige Grund, warum wir überhaupt drüber reden, ist, weil Frosty dauernd solche Behindie-Aktionen bringt. Also ich finde das richtig doof. Frosty, weil du mich den freien Aktionen schaffeln mit. Wenn du einen freien Schritt machst, machen wir auch einen freien Schritt. Dann stehen wir wieder genau an derselben Stelle wie vorher. Kommt halt drauf an, wer die Initiative. Ich möchte gerne die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass ich gerade eine 1 bedicht habe. Ich hab das schon gesehen. Ja, ich habe das auch angekündigt. Dann macht dein Schaden. Gib uns noch die 20 und dann sind wir glücklich. So, jetzt mache ich aber einen Ausweichenwurf. Auch mit einer 1. Ich habe es angekündigt. Oh Gott. Es ist halt nur ausgewichen. Tut mir leid. Ja, aber jetzt zaubert er wenigstens nicht mehr. Weil stimmt, er ja jetzt zaubert trotzdem musste. Weg. Ja. Okay, das heißt, es ist hier erstmal nichts passiert, aber er zaubert nicht mehr. Ey, gut, dann machen wir das nochmal. Hoffentlich genauso erfolgreich. Eher nicht. Das ist schon bitter, mit Ankündigung die 1 zu würfeln. Ja. Wenn die Doppel-1 vorher kam. Ich erinnere an hier Boran. Er auch kann nochmal ausweichen. Wenn er will. Ja, er versucht's. 6 reicht. Ja. Okay, das hat zweimal ausgewichen und hat seine Aktion verbraucht. Der andere liegt. Der ist aber nicht tot. Ich glaube trotzdem, der noch steht, ist die größere Gefahr. Mhm. Und wenn der keine Aktionen mehr hat, ja gut, dann dritter Angriff. Okay. Komm, 4er Rückschlag. Das ist einer zu viel, oder? Nee, reicht. Ja, er hat keine Aktionen mehr. Schaden. 11. 21. 21 minus 3. Es gibt ihm noch die Kopftrefferzone mit der 20 und dann Trefferzone ist gelohnt. Trefferzone macht dann auch Bauch sind Zusatzschaden, aber er bleibt stehen. Ja.
bin ich durch. Dann schauen wir die... Nachtwinde sind alle durch, haben sich alle bewegt. Serpentino 16. Ich möchte anmerken, dass ich ein bisschen piss bin, dass der Guardianum verschwendet war. Es sind 5 ASP, die du mir schuldest. Nein. Ich knie mich ab und versuche Abel mir so. Mit einer Hand hat immer noch einen Stab geklammert, damit der Guardianum aufrecht hat. Mit der anderen irgendwie Abel mir auf die Beine zu klammern. Ey, ich ist keine Zeit, um auf dem Boden herumzuliegen. Kommt schon, auf die Beine! Und ich nehme an, wir sind dann damit beschäftigt, bis seine Kampfunfähigkeit in ihm abfällt. In 2 Kampfrunden, glaube ich. Waren 8 Kampfrunden insgesamt. 8 Kampfrunden war da. Ach, 8 Kampfrunden. Ewigkeit noch. Ich könnte jetzt ein reversales Höllenpalm machen, aber der dauert auch, ich glaube, 10 Aktionen oder so. Also. So, von daher, das ist das Einzige, wo ich mich beschäftige. Die nächsten 3-4 Runden über. Okay, dann haben wir Boltax auf der 17. Genau. Dann werde ich natürlich mit Hassan weiter nach vorne gehen. Okay, sehr gut. Hassan macht natürlich auch schon seinen Sturmangriff gegen den Liegenden. Boltax, der Elite-Eumel. Hey! Du hättest auch sprinten können, Taran, ne? Aber ja, ich gehe erstmal 3. Kleine Stummelbeinchen. Aber ich bin besonnener Charakter. Und so. Wenn die jetzt die ganze Arbeit für mich erledigen... Rafim, du musst jetzt sprinten. Tut mir leid. Also müssen ist ein hartes Wort. Nächstes Mal akzeleriert der Typ sich und rennt einfach immer mit einem Kurzbogen vor dir weg und schießt dir eine Runde auf dich. Du Sturmeingriffst hier einfach durch und nimmst 4 weg. Ja. Ist okay. Ich muss mal eben was krasses. Ich hab nochmal meine GS. Einen Moment. Normalerweise 8. 8 minus Behinderung. So behindert wie du bist, vermutlich nicht viel. Na, wenn du eine Gewandtheit von 16 hast, was ich mir vorstellen kann, auch 9. Leider nur du kannst ja auch noch Flink als Vorteil kaufen. Brauche ich nicht. Ich bin nämlich hühnwüchsig, das gibt auch 2 Punkte auf Kerze, nur um da an der Stelle nochmal zu nerven. Also, du hast eine GS von 10. Ich komme zu dir nach Hause. Ja? Ich habe eine GS von 9, deswegen, weil ich habe ja eine Behinderung. Und dann kann ich das Dreifache davon laufen, richtig? Ja, sind 9 mal 3, 27. Ich esse die Milchschnitten weg und lasse alles andere liegen. Okay, dann bin ich da erfolgreich hingelaufen. Dann ja, mach den Sturmangriff auf den Nachtwind. Aber ich kann nicht sprinten und Sturmangriffen, oder nicht? Nee, das ist der Sturmangriff. Da machst du GS mal 3 und dann haust du ihm dein Schwert in die Seite. Hast aber keine Parade mehr. Ja, ich will nur eine Sekunde nachgucken, dass ich die noch auf jeden Fall gekauft habe. Den Sturmangriff? Okay. Ja, normalerweise schon. Ich wollte halt sicher gehen. Nicht, dass ich es jetzt behaupte und am Ende habe ich es nicht und dann sticht er mal. Ja, bei 23.000 AP hat man auch nicht so viel zum... Ich habe viel Scheiß gekauft. Ist mir mal mit einem Mitspieler passiert, aber der hatte nur 5.000 AP. So, ich würde ihn treffen. Außer er will natürlich ausweichen, parieren. Ich glaube, der ist schon durch. Nee, ich bin ja... Ach ja, stimmt, das ist ja noch die gleiche Runde. Diamantis. Ja, überrascht, dass jetzt jemand einfach neben mir aufgetaucht ist. Hinter dir, würfel mal eine Sinnenschärfe. Der steht hinter dir. Also wenn er da steht, dann steht er an meiner Seite, denn ich bin mit dem Rücken zum Stein gewendet. Ja, mit dem Rücken zum Stein. Er kann mir jetzt nicht... Jetzt kommt die wichtige Frage, wie steht die Sonne, wo ist der Schatten? Probe. Alles okay. Ich muss gerade überlegen, da ist Norden und im Osten geht die Sonne auf, das heißt, da steht die Sonne. Hier. Okay, dann kann er so überall neben mir auftauchen, weil ich selbst mitten im Schatten bin. Würfeln eine Sinnschärfe. Oder aus dem Stein heraus. Würfeln Sie die Sinnschärfe, ja, Sir. Okay, jetzt kriegen Sie. Es ist nicht dein Schatten, es ist der Steinschatten, ja. Glaube ich, sehe ihn. Gut, dann darfst du ihn angreifen, wenn du möchtest. Ja, ich bin überrascht. Ziehe meine Balestrina aus meinem... Ja, ich ziehe meine Balestrina, lege an und schieße auf ihn. Gezielter Schuss. Die Goldene? Ins Auge. Ja, das ist die einzige, die ich gerade habe. Ins Auge? Ins Auge. Darf er im Nahkampf parieren, oder? Weiß ich nicht. Er hat ja eine Aktion noch seinen Eclipifactus gezaubert und ist dann in der nächsten Aktion aus den Schatten aufgetaucht. Ja, okay, das ist schlechte Planung von seiner Seite. Ist kann es? Nicht ja, das ist schlechte Planung, aber... Ja, wenn er auf dem Silbertablett hierher kommt. Ich hatte nicht gedacht, dass er jetzt seine Balestrina mal wieder nimmt. Ja, dann schieß auf ihn. Ja, hast du mittlerweile 12 oder so? Das ist dementsprechend habe ich gekrittet.
Das heißt... 1 bis 4 ist ein Crit. Das sind 10. Da kommen nochmal wegen... mit 2 Punkte drauf, das sind 12, das sind 24 in den Kopf, ins Auge. Das ist eine Wunde durch den Crit, eine Wunde durch den Augentreffer und nochmal eine Wunde wegen dem Schaden. Das heißt, er hat 3 Wunden im Kopf. Er hat insgesamt er hat 22 Schaden bekommen und bekommt dann nochmal 2W6 wegen dritter Wunde. Das heißt, er ist 27 Schaden, verliert. Ja, er liegt wahrscheinlich auf dem Boden oder willst du die Selbstbeherrschungsproben schmeißen? Ich glaube, wir können an dieser Stelle den Kampf auch abbrechen. Und ihr könnt die Nachtwinde dann töten oder kampfunfähig machen, je nachdem. Also der von Hassan wird getötet, ist die Frage von Zulamin. Was hat Rafim an Schaden gewürfelt? Ich habe ihm 26 in den Torso gemacht. Ich weiß nicht, es dürften 2 Wunden sein. Ja. Ich gebe ihm mal eben, warte mal. Das darf gerne Hassan in meinem Windschatten übernehmen, denn ich hatte mich ja schon dem anderen zugewandt, weil er gefährlicher aussah. Der unten stirbt sowieso. Jetzt ist die Frage, ob... Also der oben ist schwer verletzt. Tod dürfte noch nicht sein. Genau, der ist jetzt schwer verletzt und da ist jetzt die Frage, ob ihr beide den töten wollt oder ob ihr nach der dritten Wunde aufhört. Naja, dazu, wenn ihn vor mir dran ist, lass uns die das entscheiden.